Alles am Anfang der Saison, du bist gewechselt vom VfL Osnabrück nach Paderborn, wolltest die zweite Liga genießen und hast dann, sag ich mal, alles an Pech eingeheimst, was man haben kann. Kreuzbandriss, dann auch noch hinten bei einem Testspiel gegen den SC Verl und seitdem bist du in Behandlung. Kurze Frage, Sebastian, wie ist denn der Stand der Liga? Ja, danke dir. Grundsätzlich sieht es ganz gut aus. Ich war jetzt die letzten 4 Wochen unterwegs in Köln. Und bin jetzt in der Reha so weit, dass die Hoffnung besteht, dass ich in naher Zukunft auch mal wieder einen Ballern zuschlägen kann. Und da freue ich mich natürlich drauf. Gut, Köln war so ein bisschen mal so eine kleine Ortsveränderung, die braucht man dazwischen auch rein. Aber der Plan ist letztendlich wirklich so, das hat jetzt nichts damit zu tun, letzte Heimspiel kommst du hier nicht zum Zuge, auch bei dem Auswärtsspiel nicht, sondern man hat gesagt, wir warten jetzt definitiv die Winterpause ab. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja eine lange Winterpause dieses Jahr und wir haben von Anfang an gesagt, dass wir diese Pause nutzen wollen, um einfach dem Knie die nötige Zeit zu geben, die es einfach braucht. Und es hätte keinen Sinn gemacht, da jetzt durchzuhetzen und auf Biegen und Brechen mal zu versuchen. Am letzten Spieltag irgendwie auf der Bank zu sitzen, das macht keinen Sinn. Und dementsprechend nehmen wir uns da die Zeit und nutzen die Pause dafür. Schauen wir einmal auf unseren Gegner heute, der HSV. Wie siehst du die heute Begegnung? Das ist ja das Spitzenspiel schlechthin am heutigen Tag. Ja, absolut. Zwei sehr, sehr spannende Mannschaften in dieser Liga. Beide wollen mit dem Ball viel anfangen. Sehr kreativ, offensiv stark. Ich hoffe, es wird ein sehr, sehr ereignisreiches Spiel und hoffe natürlich, dass wir als Sieger vom Platz kommen. Ja, dein Tipp für das heutige Spiel, den musst du auch noch abgeben. Wie hoch geht's aus? Ich tippe auf 3-2 für uns. Okay, dann wird Sebastian, die Nummer 26, offensives Mittelfeld, auch du wirst gebraucht in der Rückrunde. Alles Gute für dich und das ist dein Applaus, unsere Nummer 26, Sebastian Glas, alles Gute. Ich versorge unsere Fans auf der Nordtribüne herzlich zu begrüßen. Herzlichen Dank, schön Stimmung machen, Dankeschön. Danke fürs Kommen. Und damit schauen wir in Richtung Osten. Meine Güte, was ist das für ein Wetter? Zieht die T-Shirts aus, macht was, holt euch die letzte Farbe für den Winter. Die Sonnenbrandgefahr ist heute, glaube ich, ganz besonders hoch. Aber trotzdem ist es uns wichtig, volles Haus und dafür auch unsere Fans auf der Osttribüne. Dankeschön, danke! So, auf der Südtribüne, ihr wisst es. Da stehen auch unsere Fans, von da aus geht die Stimmung ins Rund. Und es liegt auch nochmal unsere Fans auf der Südtribüne. Schön, dass ihr da seid! Ja, das Spitzenspiel und auch die Mannschaftsausstellung heute präsentiert vom Westfälischen Volksmacht und der SC Paderborn 07 tritt mit folgender Aufstellung an. Im Tor unsere Nummer 21, Yannick Gut. Die 2, Uwe Hühnermeier. Der Kapitän der Mannschaft mit der Nummer 8, Ron Schallenberg. Unsere Nummer 9, Marvin Geringer. Die 10, Julian Lutzmann. Unsere Nummer 11, Sörlott Conti. Die 13, Robert Seifert. Die 24, Yannis Heuer. Die 30, Florent. Und Leer. Die 31, Maximilian. Boah. Die 33, Marcel. Meier. Als Trainer, Lukas. Daniel. Euch ein herzliches Dankeschön als Ersatztorhüter. Die Nummer 1, Moritz Schulze. Die 4, Jasper van der Werf. Die 5, Marcel Wille. Die 7, Ritz Montacci. Die 14, Kelvin Ofori. Die 15, Tobias Müller. Die 8. Wir brauchen wir ja nun auch. Wird präsentiert von Elektro.
Pietro Kleiner, immer mit Spannung am Ball. Hä?14:33 Uhr.
34. Mit der 51. Spielminute Tor für unseren SCP. Torschütze, noch einmal, und zu Nummer 13, Robert! Leibart! Robert! Leibart! Robert! Leibart! Neuer Spielstand, Ballermann! 2-0! Danke! Bitte! Schön! Alter, ja, Mann, läuft hier, Alter, fürs Kommen. Danke. 65. Spielminute, Doppelwechsel bei unserem SC Paderborn 07. Den Platz verlassen hat unsere Nummer 11, Sarah Conti. Für ihn ins Spiel kommt unsere Nummer 36, Felix Platte. Ebenfalls den Platz verlassen hat unsere Nummer 30, Florian Großleger. Und für ihn kommt ins Spiel unsere Nummer 5, Marcel Wieland. 74. Spielminute, wir wechseln noch einmal aus, den Platz verlassen hat unsere Nummer 2, Uwe Hüdemeier. Für ihn ins Spiel kommt unsere Nummer 18, Dennis Schrebeni. So, in der 86. Spielminute, Doppelwechsel noch einmal bei uns, den Platz verlassen hat unser Doppeltorschütze mit der Nummer 13, Robert Leibertz. Für ihn ins Spiel kommt unsere Nummer 14, Kelvin Ofori. So, ebenfalls den Platz verlassen hat unsere 24, Janis Heuer. Für ihn ins Spiel kommt unsere Nummer 7, Richmond Dacci. Yeah.